Horido und Weidmannsheil, ja, da kommen sie. Unser Rothirsche-Weibchenrudel. Hey, können wir ein bisschen Zeit haben wir noch? Können wir noch mal ein bisschen Sichtung machen? Wir hatten ja noch nicht alle fünf gesichtet. So, wenn wir die hier jetzt noch haben, dann haben wir definitiv alle fünf. Wir werden sie leider nicht alle fünf schießen können. Schauen mal, wie weit ist denn die? Ja, aber die sind auch schon so weit hier. Mal kurz absetzen. Jetzt aber hier. Okay. Ich mach die hier hinter lieber. Gut, die anderen haben es gehört, aber unsere Pfeile waren ja jetzt eh all. Also von dem her ist es nicht schlimm. Wir hätten jetzt eh ein neues Pfeilpäckchen anbrechen müssen. Zwei Stück haben wir uns geholt. Das heißt, wir haben ja entweder die nicht ganz so sauber getroffen, dass die anderen dadurch oder die eine dadurch aufschrecken konnte, die dann wiederum die anderen aufgeschreckt hat, oder aber eben, weil die andere auch schon so nah war, dass es eben einfach wirklich zu nah war und obwohl das ein leiser Bogen ist, der eben einfach zu hören war. Vermute ich sogar eher, dass es daran lag. Aber wie gesagt, wir haben hier zwei Stück, also. Was wollen wir denn mehr? Was wollen wir mehr? So, da haben wir eine Spur. Na, komm. Wir nehmen uns dann noch von den anderen ein bisschen die Spuren mit. Ist jetzt vielleicht von denen hier die Spuren noch einzeln rauszusuchen, dann doch ja ein bisschen langwierig. So, bei beiden hatten wir kein Herz getroffen, aber ansonsten ordentlich Schaden innerhalb der Organe angerichtet und dadurch das Ganze erfolgreich. So, ich lege hier mal noch ein Päckchen Pfeile nach, damit zumindest beide Waffen ausgerüstet sind. Auch wenn wir die Waffe natürlich, falls wir nochmal zu einem Fuchs kommen sollten, dann natürlich wechseln. Ganz klar. So, da haben wir noch mal eine Spur. Da haben wir eine Spur. Also wir nehmen jetzt hier so ein bisschen was an Rothirspuren auf. Drei Stück sind auf der Flucht. Also theoretisch könnten wir drei Stück aufnehmen, drei Paar Spuren. Und ich würde mal sagen, wir laufen von hier jetzt so etwa bis hierhin runter und dann können wir hier noch ein bisschen rüber, je nachdem, wie wir zeitlich hier vorankommen. Also ich werde da vermutlich schon auf jeden Fall noch heute lang gehen, aber wir wissen ja nach dieser Folge, ja, da ist dann die Hunter-Woche schon wieder rum. Und dann gehe ich also offscreen weiter. Für euch ist die Jagd oder das Mitlaufen dann beendet. So, von der hatten wir drei Spuren. Von der haben wir jetzt auch drei Spuren, also eine fehlt uns noch. So, ich glaube, das war aber die, wo wir vorhin schon drei Spuren hatten. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da so gar nicht sicher. Zur Not oder zur Not ist falsch. Nee, im schlimmsten Fall, ach, da hinten habe ich eine laufen sehen gerade. Im schlimmsten Fall haben wir halt jetzt von einer weniger die Spuren gehabt. So, nehmen wir uns die mal noch. 7 mm. Kein Problem mit der Entfernung. So, Luft anhalten. Ah. Fällst du um? Nee, fällst nicht um. Das finde ich aber gar nicht gut. Das finde ich aber gar nicht gut. So, Mensch. Ich wollte mir das hier so schön markieren, wo ich sie als letztes gesehen habe.
Jetzt lässt das Wetter nach und ich sehe es nicht mehr richtig. So eine Kacke. Dann kann ich auch schlechten Punkt setzen. Das ist nämlich immer so eine Methode, die ich gerne mache, dass ich mir einfach nochmal die letzte Stelle, wo ich das Tier gesehen habe, wo es hingeflüchtet ist, nochmal markiere. Aber das geht ja natürlich nur, wenn man dementsprechende Wetter hat und nicht zwischendrin so einen Wechsel. So, hier haben wir jetzt noch mal ordentlich Spuren. So, Hämatit-Luftballon brauchen wir nicht. So, hier haben wir noch mal Spuren von einer anderen. Wir schauen jetzt mal hier flüchtend. Hat gerade was gerufen? Nee. Oder doch? Naja, unschlüssig. So mal hier, das geht in die falsche Richtung im Prinzip. Aber ich glaube, wir müssten hier auch noch ein bisschen weiter hier hinten. Hier ist so eher die Region, wo dann irgendwo der Anschuss kommen müsste. Da ist er auch schon. Eingeweide. Okay. Wir drücken wieder C. Wir machen langsamer. Und gehen hier unserer Eingeweidespur nach. So, hier hoch ist im Prinzip. Da rechts kam was. Ist das noch zur flüchtend oder ist das, wo sie vielleicht herkam? Wir schauen mal. Ne, das war definitiv nicht flüchtend. Ja, da aber. Da müssen wir weiter suchen. Und vielleicht haben wir ja Glück und während der Nachsuche kommen wir hier irgendwo noch an ein schönes Hirschbrüllen dran. Ansonsten, ja, es wurde nicht explizit männliche Rothirschen gewünscht. Also von dem her müssen wir die Weibchen mitzählen und dann haben wir ja doch die Woche ein paar erledigt. Also wir haben hier zwei Männchen, zwei Weibchen, dritte Weibchen sind wir eben jetzt am Suchen. Ja, war natürlich blöd, dass sie da gerade dann am Loslaufen war, sonst hätten wir da doch ein bisschen gezielter das Ganze noch machen können. So, ich kann aber meine DPI von der Maus wieder ein klein bisschen hochdrehen. Bei mir hier im Mausprofil habe ich das so eingestellt. Ich habe hier ein extra Mausprofil für The Hunter, wo ich dann dementsprechend eine Maustaste fürs Nachladen der Waffen habe und habe dann auch das Mausrad. Wenn ich das drücke, habe ich zwei verschiedene DPI-Stufen, zwischen denen ich dann hin und her springe. Einmal eine, da kann ich mich ein bisschen schneller bewegen. Das ist so fürs Laufen ganz angenehm. Und dann fürs Zielen nochmal eine. Ich bewege jetzt die Maus im Prinzip genauso schnell. Da geht es halt ein bisschen langsamer, dafür etwas präziser. So, stell mal wieder auf schnell. Das ist dann halt fürs Zielen ein bisschen angenehmer, dass man da das Ganze dann doch ein bisschen. Ja, ein bisschen filigraner dann nach links, rechts, oben, unten sich bewegen kann. Mache ich auch nicht bei jedem Abschuss, aber gerade wenn es hier so weitere Entfernungen sind, nehme ich das schon gerne dann mit rein, dass ich da die DPI ein bisschen runterstelle und dadurch eben. Ja, mir auch nicht so schnell die Waffe dann verreiße. Das ist eben auch noch mal so ein kleiner Vorteil bei dieser Geschichte. So. Sie hat ein paar Mal auf jeden Fall jetzt schon Blut gelassen. Also eigentlich sollte sie nicht mehr ganz so weit rennen. So, da vorne geht's weiter. Da vorne geht's zum Glück. So, und dann sind wir auch schon in etwa an dem Punkt oder sind sogar schon über dem Punkt hinaus, den ich uns markiert hatte. Also dann werden wir auf jeden Fall
nach links natürlich abbiegen, aber vorher habe ich da gerade Schritte gehört. Ah, sie liegt da vorne und wir haben einen Hirsch da hinten. So, der war unterhalb hier von dieser Ausprägung. Ja, noch ein bisschen weiter hier rüber. So, da ist er. So, hoffentlich hört er mich bei dem Regen hier noch durch. Wie weit war das Ganze entfernt? Mit der Maus nochmal drauf und ein Abstand 0,184 Kilometer, also 184 Meter sind's. Nee, ich nehme jetzt die Blutspur nicht mehr auf. Ich lasse den Rothirsch jetzt im Huntermate drin. Sammel hier einfach nur meine Rothirschkuh. Da liegt sie. So, linkes Hinterbein, Eingeweide, Magen. Ja, dass irgendwie das Bein mitgetroffen war, das hat man beim Wegflüchten gesehen. Da hat sie nämlich angefangen zu hinken. Also zur Not nochmal das Video zurückspulen, wenn es euch nicht aufgefallen war. Das sieht man schon. Das ist also wirklich auch alles richtig gut animiert hier in dem Spiel. So, habe ich nachgeladen. Jetzt auf jeden Fall. Sicher ist sicher, Geruchsreduzierer ist abgeklungen. Naja, Rothirsch ist jetzt nicht unbedingt für seine Nase bekannt. Und ich habe ja immer noch die Hoffnung, ich weiß es nicht, ist es wirklich so oder nicht. Man müsste mal einen den Entwickler treffen, um da nachfragen zu können, ob bei Regen eben auch der Geruch weniger übertragen wird, dass man also bei Regen nicht so weit zu riechen ist. So, sehen tue ich keinen. Allerdings, das war ja schon auch noch ein Stückel weit entfernt. Ich werde nochmal rufen und da war doch gerade noch kurz was zu hören. Aber nee, entweder war man zu langsam oder es war doch nichts. Ja, komm, da ich ja dann noch weiter jage, komm, hauen wir uns noch einen drauf. Der Wind geht zwar nach links hauptsächlich weg, aber sicher ist sicher. So, wir schauen mal auf den Punkt, wie weit ist der entfernt? Das sind immer noch 128 Meter. Also selbst wenn wir von ausgehen, dass uns der Hirsch ein klein bisschen entgegengekommen ist, weil er uns gehört hat, ist das natürlich trotzdem noch eine Mordsdistanz. Schauen mal, das da hinten. Ah, also das wäre so die Entfernung. Aber es kann natürlich auch sein, dass der hier hinter diesem Hügel sich irgendwo aufhält. Das sieht man hier natürlich noch nicht. Heieiei, und das so kurz vor Folgenende. Ja, Spannung bis in die letzte Minute. Wird dieser Hirsch noch auftauchen? Wird er noch kommen? Und wenn ich jetzt RTL wäre, würde ich noch eine Werbung dazwischen schalten. Und nein, liebes RTL, nicht böse sein. ProSieben hätte das auch getan. So, was ist jetzt mit dem Hirsch? Hirsch, komm her. Ich höre doch Schritte. Höre ich wirklich Schritte oder ist das der Regen? Es könnte auch vom Regen sein. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Aber Hirsch ist leider keiner zu sehen. Ich gehe jetzt mal hier ein Schrittchen hoch, ob hier nicht doch irgendwie hinter mir irgendwo
vielleicht ein Hirscheweibchen oder so angelatscht kommt. Da vorne. Ach da. Och nein. Komm, fall um. Das war doch mindestens Lunge. Och herrje. Was macht mein Hirsch? Sehe ich da zwischen den Bäumen was? Nee. Falsche Hoffnung sehe ich da nur. Falsche Hoffnung. Oh nein! Da ist er! Also, ein Treffer hat er auf jeden Fall mal mitgekriegt in den Schinken. Aber hier vorne ist auch schon Blut zu sehen. Also, zwei Treffer hat er gehabt. Okay. Das heißt für uns. Wir schauen jetzt einmal durchs Fernglas. Sehen wir hier die? Ja, das sehen wir nochmal. Das markieren wir uns. Dass wir den wieder finden. Dann müssen wir hier mal aufstehen und müssen mal schauen. Wie haben wir denn jetzt sie getroffen hier, die Madame? Och, komm. Eingeweide. Ach, komm. Ach, komm. Das kann's doch jetzt nicht sein. Ja, den Hirsch beim Flüchten, da mache ich mir jetzt gar nicht die große Hoffnung, dass ich da schöne Treffer hatte. Denn einen haben wir gesehen, der ging in den Schinken. Das war jetzt aber im Prinzip einfach nur, um ihn noch ein bisschen mehr zu schwächen, beziehungsweise um damit wirklich noch einen Treffer zu haben. So. Ja, das wird wohl eine lange Folge. Ist irgendwo ein Pilz da. Also ich... Ja, ich... da hinten ist schon wieder das Leuchten, das rote Leuchten. Und das ist wieder irgendwo mitten in der Walachei. Also das ist nicht zu erkennen, dass da das Tier liegen würde. Herrlich. So, wir rennen aber mal weiter, denn vielleicht ist sie da ja irgendwo in der Nähe umgefallen. Wenn wir da schon das Leuchten unseres Leuchtspurpfeiles sehen. Mitten in der Luft. Wenn nicht, ja, nee. Das Leuchten ist da. Und jetzt geht's weg. So, da kam noch mal ein Schweißspürchen. Aber, na, das ist alles Mist. Das ist alles Mist. 18:30 haben wir schon. Eieiei. Und ich renne auch schon. Wodurch ich sie aber vermutlich eher noch mehr zum Flüchten animiere. Also, ich glaube, da werde ich sie nicht unbedingt eher mit antreffen. Aber ich würde zumindest sie jetzt gerne noch mit in die Folge reinhauen. Nee, aber ich muss hier mit dem Rennen aufhören. Das hat keinen Sinn. Aufrecht ist ja eigentlich schon Humbug. Eigentlich schon falsch. Eieieiei. Also, Rothirsch haben wir, aber da gab es schon einige Folgen, wo ich zeigen konnte, dass ich Rothirsch auch besser, schöner bejagen kann. Das war ja Katastrophe. Das waren ja mehr schlechte als gute Schüsse diese Woche. Nee, 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 nee. Also vielleicht das nächste Mal wieder ein bisschen früher von der Uhrzeit her jagen. Vielleicht bin ich einfach schon einen Tick zu müde und deswegen nicht mehr so 100% konzentriert beim Schuss.
Ach du je. Wisst ihr, was wir machen? Ich werde jetzt einfach nacheinander die Bilder vom Einsammeln einblenden. Dann konntet ihr also noch sehen, wie die Werte dann dementsprechend aussahen. Und ja, sage damit an dieser Stelle, auch wenn das Video jetzt noch ein paar Sekündchen dann weiterläuft, schon mal danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen, vielleicht auch einen Kommentar da lasst. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.